Ich war vorher auch eine, die ganz schön kritisch war oder irgendwie auch gerne mal so Sprüche, irgendwie eher so ein bisschen respektlose Sprüche oder so mit unterschrieben hätte oder so. Und mittlerweile kenne ich eine ganze Menge Politiker, auch von Parteien, die wirklich nicht meine Parteien sind, und habe ganz schön großen Respekt vor der Arbeit, die die leisten. Und das hat sich wirklich komplett verändert. Spring über deinen Schatten. Der Podcast für Menschen, die außergewöhnliche Herausforderungen meistern und große Ziele erreichen wollen. Herzlich willkommen, mein Name ist Gabi Graubner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche 35. Woche dieses Jahres. Starten wir mit dem Spruch der Woche. Die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen. Aus Der kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry. Ich habe dieses Zitat ausgewählt, weil meine Schattenspringerin der Woche mich wieder einmal daran erinnert hat, wie wichtig es ist, mehr mit dem Herzen zu sehen und zu suchen. Gerade das Sehen wird sehr oft von uns bewertet. Wir bewerten das Verhalten des anderen, wir bewerten seine Aussagen, wir bewerten sein Tun. Und vielleicht macht es manchmal einfach mehr Sinn, mehr mit dem Herzen hinzuschauen, denn insgesamt wird unser Leben dadurch friedlicher, angenehmer, ruhiger und auch zufriedener. Auch ich neige dazu, diese Sprüche zu kennen, diese Zitate, aber anwenden und kennen ist ein großer Schritt. Für mich bedeutet dieses Zitat die Motivation, diese Woche wieder einmal etwas mehr mit dem Herzen zu suchen und zu sehen. Vielleicht motiviert es dich auch dazu, zu gucken, ob das eine oder andere mit dem Herzen nicht ein wenig anders, besser, schöner aussieht. Viel Spaß dabei! Und nun zum Tipp der Woche. Zum Tipp der Woche hat mich diese Woche ein Teilnehmer inspiriert, der in der Pause zu mir kam und meinte, er hätte mal eine private Frage. Er sei gerade mit seiner Freundin zusammengezogen und er würde sich in der Wohnung mehr Ordnung wünschen. Seine Vorstellung ist, dass jeden Tag 15 Minuten aufgeräumt wird, statt am Wochenende 2 bis 3 Stunden zu zweit in der Wohnung ja sauber zu machen, alles aufzuräumen, was sich im Laufe der Woche so aufgetürmt hat und was in Unordnung geraten war. Da er jetzt aber immer noch sehr frisch verliebt ist, dass sie frisch zusammengezogen sind, hat er sich ein bisschen Sorgen gemacht, wie kann er es seiner Freundin sagen, ohne dass das in einen ersten gemeinsamen Streit ausartet. Ja, das heißt, die Frage ist, wie sage ich es meinem Kinde? Anführungszeichen. Und es gibt 3 Tipps, die ich euch heute mitgebracht habe, wie ich so etwas meinem Partner, meiner Partnerin, meiner Kollegin, meiner Tochter, meinem Sohn oder jedem anderen Menschen, der für euch wichtig ist, wie ihr solche Bitten äußern könnt, ohne dass es eben gleich zu einem Streit oder zu einer Diskussion führt. 1. Tipp. Niemals eine Diskussion aus dem Ärger heraus. In dem Moment, wo ich mich über die Socken, die am Boden liegen, ärgere oder über die Schuhe, über die ich gefallen bin, ärgere, in dem Moment mich zu äußern, in dem Moment eine Diskussion zu diesem Thema anzufangen, das führt meistens zu unbedachten Äußerungen und unbedachte Äußerungen sind meistens Du-Botschaft. Du hast das liegen gelassen, du räumst nie auf, du machst dieses nicht richtig und du machst jenes nicht gut. Und die Folgen der Du-Botschaften sind ja meistens, dass es wirkt wie eine Besserwisserei. Sie sind sehr oft verbunden mit Schuldzuweisung und Vorwürfen und natürlich auch mit Kritik, Abwertung oder Ablehnung. Zumindest hat der andere oft das Gefühl, dass er das so verstehen kann und muss. Und es ist auch oft damit verbunden, dass man das Gefühl hat, man wird jetzt bestraft für eine Unachtsamkeit, die man vielleicht gemacht hat. Und das Interessante dabei ist, dass dabei auch oft Nebenkriegsschauplätze eröffnet werden. Du trägst nie den Müll runter, du lässt immer alles liegen und schon wird darüber diskutiert, was nie und immer bedeutet. Und es geht gar nicht mehr darum, dass man ja eigentlich eine Lösung für ein Problem finden wollte, unter dem am Ende ja beide leiden.
Und sehr oft wird bei dieser Gelegenheit, bei diesen Du-Botschaften, die eben in Vorwürfen oder Kritik oder Abwertung enden, auch ein sogenanntes Rabattmarkenheft herausgezogen. Das heißt, alles, über was ich mich in den letzten Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monate über meinen Partner, über meinen Gesprächspartner, über meinen Lebenspartner, über mein Familienmitglied oder Kollegen geärgert hat, wird jetzt präsentiert, weil jeder Ärger schön als Rabattmarke in einem Heftchen ja festgehalten ist und uns das bei dieser Gelegenheit auch gerne einfällt. Also, erst beruhigen und dann weiter mit Schritt 2. Schritt 2, Tipp 2 sind Ich-Botschaften. Statt also eine Du-Botschaft zu machen, die viel zu Streit und Missverständnissen führt, wäre jetzt eine Ich-Botschaft sinnvoll. Was ist eine Ich-Botschaft und wie funktioniert eine Ich-Botschaft? Der erste Schritt einer Ich-Botschaft ist immer, dass ich erst einmal eine Beobachtung ohne Bewertung ausdrücke. Zum Beispiel im Fall meines Teilnehmers könnte er zu seiner Freundin, zu seiner neuen Lebensgefährtin sagen: Du, mir ist aufgefallen, dass wir am letzten Samstag 3 Stunden die Wohnung gemeinsam aufgeräumt haben. Das heißt, es ist eine reine Beobachtung und keine Bewertung. Wichtig dabei ist, ihr habt es euch schon aus dem ersten Schritt heraus gedacht, Wörter wie nie, immer, dauernd, oft, ständig zu vermeiden. Gerade diese Wörter führen stark zur Eröffnung eines Nebenkriegsschauplatzes. Sie stellen auch sehr oft so eine Art unterschwellige Bewertung dar. Das heißt, in dieser Beobachtung ist also keine reine Beobachtung mehr, sondern es wird schon ein unterschwelliger Vorwurf geäußert. Und dadurch muss dir natürlich dein Gegenüber beweisen, dass er unter Umständen vor 2 Wochen ja nur 1,5 Stunden aufgeräumt hat, weil ihr dann zusammen zum Stadtbummel gefahren wart oder unterwegs wart zu Verwandten besuchen oder eine andere Aufgabe gemeinsam erledigt habt, sodass es ja gar keine 3 Stunden gewesen sein können. Und schon sind wir ganz davon weg, dass sich mein Teilnehmer ja an sich nichts anderes gewünscht hat, als dass diese große Aufräumaktion am Wochenende unter der Woche durchgeführt wird, vielleicht mit kleinen Einheiten. Der zweite Schritt der Ich-Botschaften nach der Beobachtung, die ohne Bewertung ausgedrückt wurde, geht es jetzt darum, die eigenen Gefühle auszudrücken. Und dann die eigenen Gefühle ausdrücken könnte mein Teilnehmer mit folgendem Satz zum Beispiel: Ich bin frustriert, weil ich den Eindruck habe, dass ich zu viel wertvolle Wochenendzeit verliere. Also das heißt, das Problem liegt bei ihm, es ist seine Frustration und nicht, dass seine Lebenspartnerin irgendetwas falsch macht, sondern er kommt damit nicht klar, dass die kostbare Wochenendzeit eben mit 3 Stunden Aufräumen vertan wird. Dabei ist es wichtig, dass wir Begriffe nutzen für unsere Gefühle, die keine Bewertung für den Empfänger ausdrücken. Solche Begriffe könnten zum Beispiel sein: Ich fühle mich missverstanden, das heißt, ich bewerte, wie der andere mich versteht. Ich fühle mich unterdrückt, das heißt, ich gehe davon aus, dass der andere mich unterdrückt. Ich fühle mich über den Tisch gezogen, das heißt, ich unterstelle dem anderen eine negative Absicht dahinter. Oder ich fühle mich getäuscht, was auch ausdrücken würde, dass der andere ja was Böses im Sinn hat. Also so eine Ich-Botschaft ist schon gar nicht so einfach, das ist ein bisschen tricky. Und ich bin frustriert, ich bin enttäuscht, ich habe Angst. Das sind Sachen, die eben den anderen nicht bewerten, sondern die ausdrücklich ausdrücken, was mein Gefühl ist, was ich mir gerade denke. Der dritte Schritt der Ich-Botschaft wäre jetzt, eigene Wünsche oder Bedürfnisse oder Erwartungen auszudrücken. Zum Beispiel: Mein Bedürfnis ist, ich habe also vorher diesen Satz gesagt, ich bin frustriert, weil ich den Eindruck habe, dass ich zu viel wertvolle Wochenendzeit verliere. Und dieses, weil ich den Eindruck habe, dass ich zu viel wertvolle Wochenendzeit verliere, das ist der Ausdruck des eigenen Bedürfnisses, der eigenen Erwartung. Ich stelle mir mein Wochenende einfach anders vor. Und die negativen Gefühle, die wir haben, warum wir uns so ärgern, wenn wir über diese Schuhe stolpern, über die Socken, die da liegen, alles natürlich Klischees, oder eben, um nochmal auf das Beispiel meines Teilnehmers zurückzukommen, dieses, dass am Wochenende eben so viel gemacht werden muss in der Wohnung, diese negativen Gefühle, dieses ich ärgere mich, entstehen ja, weil meine bzw. deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind und nicht, weil sich dein Gegenüber so oder so verhält. Sondern es geht ja darum, was bei dir passiert.
Also nicht ausdrücken, ich bin frustriert, weil du irgendwas nicht richtig machst, sondern ich bin frustriert, weil ich dieses oder jenes brauche. Und diese Unterscheidung zwischen dem, dass die Dinge so sind, weil ich sie mir anders vorgestellt habe und nicht, weil du sie falsch gemacht hast, das nimmt unglaublich viel Energie raus, das nimmt unglaublich viel Ärger raus und es zeigt einem auch sehr oft, was man eigentlich selber möchte. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich stelle oft fest, dass ich mich jetzt gerade schrecklich über meinen Partner geärgert habe. Aber wenn ich wirklich die Ruhe habe und auch das Bewusstsein dafür habe, mal drüber nachzudenken, was mich eigentlich gerade so geärgert hat, ist es in den meisten Fällen etwas, was in mir passiert und nicht, was mein Partner gerade gemacht hat. Ja, und der vierte Schritt der Ich-Botschaft ist jetzt, einen Wunsch zu formulieren. Beispiel dazu wäre: Ich wünsche mir, dass wir jeden Tag 15 Minuten aufräumen. Das bezieht sich jetzt wieder auf die Frage meines Teilnehmens. Ich kann diesen Wunsch auch als Bitte formulieren. Dann würde es heißen, ich bitte dich, dass wir jeden Tag 15 Minuten aufräumen. Eine Bitte appelliert zum Beispiel an das bessere Ich eines Menschen. Wenn also jemand zu uns kommt, ich habe eine Bitte an dich, ich brauche deine Hilfe, dann hat das immer so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt etwas Gutes tun können und im tiefsten Inneren unseres Herzens, besonders wenn die Beziehung sehr gut ist, wollen wir ja gerne Dinge tun, die dem anderen helfen. Wir sind also in der normalen Welt nicht taub für Bitten unseres Gegenübers. Warum fällt es uns jetzt so schwer, diese vier Schritte zu gehen? Also erst einmal darzustellen, was ich beobachtet habe, dann mein Gefühl dazu auszudrücken, dann meine Wünsche und Bedürfnisse dazu zu äußern und dann natürlich den Wunsch zu formulieren, wie ich es gerne anders hätte. Ich glaube, Ich-Botschaften sind sehr anstrengend. Da sie selten spontan passieren sollten, sondern überlegt, ist das eine Anstrengung. Wir brauchen Zeit dafür. Ich-Botschaften erfordern auch, dass man über sich selber und die eigenen Bedürfnisse nachdenkt. Und wie gesagt, auch ich habe selber schon erfahren, dass das gar nicht so einfach ist. Und Ich-Botschaften erfordern auch Mut, nämlich den Mut, auch eigene Gefühle auszudrücken. Ja, was kann ich dann als dritten Schritt der Gesamttipps machen? Der erste Tipp war ja, dass wir nicht aus dem Ärger heraus eine Diskussion starten. Der zweite Tipp war, Ich-Botschaften zu formulieren. Und der dritte Tipp wäre jetzt, ein Gegenangebot zu machen. Also bei dieser Gelegenheit, auch nachdem ich meinen Wunsch, meine Bitte geäußert habe, den anderen zu sagen, was brauchst du eigentlich? Was wünschst du dir? Was stört dich? Und dann eben gemeinsam einen Deal zu vereinbaren. Nach diesen drei Tipps habe ich noch einen Bonustipp für dich. Wenn es nun eine Sache gibt, die du aufgrund der Motivation dieses Tipps der Woche jetzt gerne mal mit deinem Partner, Arbeitskollegen, Familienmitglied, Lebensgefährten, Lebensgefährtin besprechen möchtest, nochmal ein wichtiger Bonustipp. Du hast dir ja jetzt viele Gedanken gemacht, wenn du mit deinem Gesprächspartner sprichst. Und dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin ist natürlich überrascht. Die hatte nicht die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und deswegen kann es durchaus Sinn machen, ihr oder ihm jetzt mehr Zeit zu geben. Manche Menschen brauchen dafür einfach Zeit, genauso wie du ja auch Zeit brauchtest, um dir Gedanken darüber zu machen. Gib deinem Gegenüber in dieser Situation mehr Zeit für die richtigen Worte zu finden, vielleicht auch die eigenen Wünsche zu eruieren und dann zu äußern und natürlich auch sich über die eigenen Gefühle klar zu werden. Es kann also durchaus sein, wenn du deine Bitte ausgesprochen hast, deine Ich-Botschaft genannt hast, dass du dann sagst, wenn du möchtest, kannst du gerne in Ruhe drüber nachdenken, lass uns doch da heute Abend nochmal drüber sprechen oder morgen früh, je nachdem, wann du das Gespräch gestartet hast. Ich wünsche dir jedenfalls sehr, sehr viel Erfolg dabei, dir über deine eigenen Gefühle klar zu werden, was stört dich, was ärgert dich, dir über deine Wünsche klar zu werden und die richtige Formulierung in Form einer Ich-Botschaft zu finden. Viel Erfolg! Und jetzt kommt die Schattenspringerin der Woche. Ja, herzlich willkommen, liebe Dörte Mack. Du bist heute meine Schattenspringerin der Woche und du bist eine Frau mit einem sehr, sehr spannenden Lebenslauf. Du warst zum Beispiel 3 Jahre als Straßenkünstlerin unterwegs für Akrobatik und Jonglage. Du warst Schauspielerin und Mitbegründerin der Kirschkernkompanie und hast über 350 Bühnenauftritte in namhaften Theatern absolviert.
Du hast was Ordentliches gelernt. Du hast nämlich dein Studium mit Staatsexamen in der Pädagogik, Sportwissenschaften und Linguistik an der Universität in Hamburg abgeschlossen. Heute bist du Coach, Moderatorin und Rednerin. Du bist aber auch verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Und du bist blind. Und das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Liebe Gabi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. Gerne. Ja, auch dir, liebe Dörte, stelle ich als erstes mal die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich, was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg bedeutet für mich, wenn was ich bin, wie ich bin, also mein So-Sein und meine Wünsche und mein Tun zu einem richtig guten Ergebnis führen. Also die drei Dinge. Das ist für mich Erfolg. Und Erfolg ist ja ein Wort, klar, deshalb fragst du ja auch, jeder definiert es ein bisschen anders. Da ist ein bisschen die Tendenz zu sagen, ah, es geht nicht nur um Geld und Karriere und so weiter. Andererseits würde ich nicht sagen, ich bin eine erfolgreiche Mutter oder ich hatte eine erfolgreiche Schwangerschaft oder wie auch immer. Also so die Dinge, die vielleicht noch mehr zählen im Leben, da würde ich das Wort Erfolg nicht nutzen. Also es ist schon auch was, ja, was ein bisschen mit Leistung zu tun hat, ein bisschen mit, es kann auch scheitern, ich tue was dafür, ich habe ein Ziel und dann erreiche ich das. Das ist schon das, was für mich unter dem Wort Erfolg laufen würde. Das heißt, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann hast du so ein Glücksgefühl innerlich. Richtig, genau. Und natürlich ist erstmal die Grundvoraussetzung zu verstehen, wer bin eigentlich ich? Was bringe ich mit hier auf dem Planeten? Was sind so meine Talente? Und daraus dann noch Wünsche abzuleiten und dann ein Ziel zu haben, ja. Und dann ist das natürlich ein totales Glücksgefühl, wenn das auch noch klappt, ja. Für dein außergewöhnliches Leben, das du bis heute geführt hast, gibt es da Menschen, die dich beeindruckt haben, die dich vielleicht auch geprägt oder beeinflusst haben? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte immer gute und inspirierende Lehrer, also wirklich angefangen in der Kindheit, was nicht, im Sportverein. Ich hatte eine wirklich für mich tolle Grundschullehrerin und die hat mir ins Poesiealbum geschrieben, ist von Goethe, ursprünglich eigenen Sinn, lass dir nicht rauben, woran die Menge glaubt, ist leicht zu glauben. Und das ist wirklich so, wie ein Poesiealbumspruch sein soll. Der hat mich wirklich lange und immer noch begleitet. Und ja, sie war klasse für mich. Sie war diejenige, die gesagt hat, das Mädchen muss aufs Gymnasium. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, da war das überhaupt nicht selbstverständlich. Und dort hatte ich wieder solche und solche Lehrer, aber ich hatte einfach auch wirklich tolle und inspirierende Lehrer dort schon. Und dann später auf der Zirkusschule und Freunde und an der Uni später auch. Und naja, mit dem Thema, dass ich blind geworden bin, vielleicht kommen wir ja noch mal weiter drauf, habe ich auch eine Menge von anderen Menschen kennengelernt, die trotz ja einer wirklichen Beeinträchtigung ihren Weg gehen. Das finde ich wahnsinnig inspirierend. Jetzt bin ich befreundet mit Janis McDavid, das ist ein junger Mann ohne Arme und ohne Beine, also wirklich komplett ohne Arme, ohne Beine, ein Deutscher. Es gibt ja den Amerikaner, den Nick, und der reist um die ganze Welt, Indonesien, Peru, und das haut mich jedes Mal wieder vom Hocker. Das ist ein Vorbild für dich, das, oder naja, Vorbild vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist jemand, der dich auch motiviert zu sagen, wenn der kann, kann ich auch. Ja, na klar, denke immer, Genau. komm, was regst du dich auf? Ja, Du kannst mich gucken, okay, ist auch nicht immer so ganz einfach, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja, ich bin total inspirierend. du hast jetzt einen Spruch vom Poesiealbum genannt, einen Spruch von Goethe, aber gab es vielleicht auch ein Buch oder auch ein Lied, ein Song, der dich beeinflusst hat, der dich motiviert hat? Buch, was mich in letzter Zeit ja doch tatsächlich sehr beeindruckt hat, oder wer noch echt jemand ist, die mich wirklich motiviert, inspiriert, ist Lisa Nichols. Das ist eine Amerikanerin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist in Deutschland gar nicht so sehr bekannt. Nee, sagt mir nichts, aber ich lasse mich gern von dir inspirieren. Das ist wirklich ein tolles Buch. Ich würde es auf Englisch lesen und da heißt es No Matter What. Das ist ihr erstes und das zweite heißt Abundance Now.
Und das ist eine schwarze Amerikanerin, groß geworden in Slums und so letztlich natürlich Geschichten, wie wir sie oft hören, aber die sind natürlich immer wieder, wenn du auch weißt, die Stimmen sind die einfach inspirierend, wie jemand trotz aller Hürden und Hindernisse so seinen Weg geht, immer wieder aufsteht und am Ende da ist, wo es keiner für möglich gehalten hätte. Ja, auch wenn es Geschichten sind, die man immer wieder mal hört. Wir hören ja auch Tag für Tag, warum etwas nicht geht. Richtig. Und dass das alles so schlecht ist und dass wir sowieso nicht vorwärts kommen. Da muss man schon ab und zu mal gegensteuern mit bewusstem Hören. Da muss man viel dagegen setzen, um das andere auszubalancieren. Sich auch so, ja. Genau. Ja, wann bist du über deinen Schatten gesprungen? Das ist jetzt so ein bisschen eine simple Frage im Sinne dessen, dass du ja nicht von Geburt an blind bist, sondern du bist das meines Wissens nach, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, durch eine Krankheit geworden. Ja, richtig, genau. Also das ist eine seltene genetische und weltweit überhaupt nicht behandelbare Erkrankung der Netzhaut. Deshalb bin ich blind geworden, es ist diagnostiziert worden, da war ich 25 und dann ging da schleichend. Ich habe da noch gegen angekämpft mit allen möglichen Verfahren, Akupunktur, Homöopathie, alles, was ich so zu fassen gekriegt habe, Geistheilung weltweit auch, bis ich irgendwann verstanden habe, okay, es hat noch niemanden gegeben, der das umdrehen konnte und ich werde auch nicht die Erste sein. Wenn man jetzt vor diese Erkrankung schaut, was war da wohl dein größter Schattensprung? Und wenn man dann nach der Erkrankung schaut, hat sich dein Leben ja nochmal komplett verändert und du musst es neu denken, neu ansetzen. Was würdest du dann als größten Schattensprung bezeichnen? Also vorher war bestimmt der größte Schattensprung, dass ich auf die Zirkustheaterschule gegangen bin oder überhaupt. Davor habe ich ja schon auf der Straße Jonglieren, Akrobatik und so weiter gemacht. Aber auf die Schule zu gehen, war dann nochmal mehr ein Schritt und das war insofern echt ein Schattensprung für mich, als dass ich ein wirklich schüchternes Kind war. Also insbesondere in der Schule, da stand in jedem Zeugnis zu still, soll sich mehr beteiligen und so weiter. Ich war eine echt gute Schülerin, aber ich war wirklich total zurückhaltend. Und dann rauszugehen und sich zu zeigen und Improvisationstheater zu machen, das war für mich echt ein Sprung, ja. Ja, gerade sich auf die Bühne zu stellen, ist ja schon immer eine Herausforderung. Und dann, als ich blind war, natürlich gab es da immer wieder, oder vielleicht ist es sogar jetzt auch noch so, immer wieder was natürlich schwieriger ist, wo du dir vorher denkst, na geht das, soll ich das machen? Und dann machst du immer wieder einen kleinen Sprung. Aber ich glaube, da war auch wieder der größte Sprung zurück auf die Bühne, zu sagen, ich sehe mein Publikum nicht, aber ich habe schon mal Bühne gemacht, das macht mir total Spaß und ich springe wieder drauf. Schön. Was würdest du heute sagen? Wer macht sich manchmal mehr Sorgen, ob du etwas kannst oder nicht kannst? Du oder deine Umwelt? Es ist sehr unterschiedlich. Also okay. Ich glaube, es gibt, das ist spannend, wenn du zum Beispiel wie ich blind bist oder auch eine andere Form von Beeinträchtigung hast, da gibt es so diese zwei Sichtweisen. Es gibt so diese Sichtweise, oh, das ist ein Opfer oder oh, das ist eine Heldin. Und je nachdem, wie jemand drauf guckt, machen die sich Sorgen, ob ich es kann oder denken, die kann es ja sowieso gerade deshalb. Und ich bin so dazwischen. Okay. Ja, ich glaube, du weißt immer meistens am besten, was geht oder nicht, aber du hast ja auch deine Ängste. Natürlich. In diesem auf Podcast werde ich auch in der letzten Rubrik, Gabi, wo bist du diese Woche über deinen Schatten gesprungen, erzählen, dass auch ich immer meine Bedenken habe bei der einen oder anderen Sache. Ich glaube, das ist in der Natur der Menschen, dass man immer wieder im ersten Moment denkt, ach, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das wird ja nie was. Und dann muss man sich, und das ist ja, glaube ich, auch das, was ja den Schattenspringer von dem normalen Menschen, Anführungszeichen, unterscheidet, ist ja über diese Hürde des Denkens, das geht nicht oder das schaffe ich nicht, hinwegzugehen und es eben trotzdem zu machen oder es zumindest zu versuchen. Genau. Also nicht zu warten, bis irgendwann die Bedenken weg sind oder die Sorgen oder die Angst, sondern irgendwann zu sagen, okay, die sind da und ich mache das jetzt trotzdem. Ja, und die dürfen da sein, das ist ganz normal, das ist menschlich. Ja, hast du sowas wie eine Bucketlist? Hast du, wenn du eine Bucketlist hast, was für Punkte gibt es drauf, wo du sagst, die möchte ich gerne noch erreichen? Nee, ich habe keine. Ich bin, glaube ich, eher so eine. Weißt du, es gibt Menschen, die gehen mit einer Einkaufsliste auf den Wochenmarkt und dann kaufen sie das ein, was auf ihrer Liste steht. Das ist super, dann haben sie das. Ich glaube, ich bin mehr so eine, die weiß,
ich möchte was kochen. Und dann gucke ich mal, was da ist. Und dann gehe ich auch mit Dingen nach Hause. Ich glaube, das ist mehr so meine Art, durchs Leben zu gehen. Also ich glaube, okay, ich bin eher eine, die guckt, was tut sich auf, welche Tür tut sich auf. Und ich habe vielleicht so ein Grundverständnis, wo ich hin möchte oder was zu mir passt. Und dann weiß ich, ob ich durch eine Tür gehe oder nicht. Aber ich habe tatsächlich nicht so einen ganz konkreten Plan, wo soll es hingehen. Das heißt, du greifst zu, was die Marktlage des Lebens dir so bietet. Kann man das sagen? Aber mit schon einem Grundgerüst, so nicht wahllos, sondern ich weiß schon sehr genau, wenn sich was auftut, weiß ich, das passt zu mir oder das auch nicht. Passt nicht. Aha. Gibt es etwas, wofür du in deinem Leben am meisten dankbar bist? Ja, für meine Familie. Du hast ja 2 Kinder. Wie alt sind die heute? Meine Tochter ist gerade 15 geworden und mein Sohn wird bald 12. Okay, also spannendes Alter zurzeit. Hast du denn eine innerste Überzeugung, auch wenn andere sagen, oh, das stimmt bestimmt nicht? Ich mag Menschen, ich bin neugierig auf Menschen. Ich glaube, nach wie vor ist meine innerste Überzeugung, dass es auf keinen Fall so ist, dass Menschen unsympathisch oder böse auf die Welt kommen und dass auch egal was ist, was Gutes in jedem Menschen ist und es irgendwie auch einen Weg gibt zu jedem Menschen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich meine innerste Überzeugung. Es ist manchmal nicht ganz leicht, wenn man Nachrichten hört oder Geschichten erzählt bekommt, aber vielleicht auch zum Glück habe ich noch nie solche Menschen getroffen, die das wirklich total erschüttert hätten. Jetzt lassen wir mal, es gibt ja Menschen, die Psychopathen sind, weil irgendwas im Gehirn falsch verdrahtet ist. Nehmen wir die mal ein bisschen zur Seite. Mhm. Aber der restliche Mensch hat, oder die restlichen Menschen haben ja immer sicherlich auch Schattenseiten, die haben wir alle, mal mehr oder weniger gut ausgeprägt, aber eben auch die guten Seiten. Und ich finde einen sehr schönen Satz, den ich vor einiger Zeit mal gehört habe, wenn du die Geschichte eines Menschen kennst, dann ist er dir meistens sehr sympathisch. Ne? Da gehört ja auch viel dazu. Und niemand ist ja so vom Himmel gefallen, wie er heute ist, sondern es hat ihn ja viel geprägt und gemacht und manchmal eben auch die Schattenseiten. Das ist wichtig. Ja, absolut. Ja. Da gehe ich voll mit. Also genau so geht es mir. Also du weißt nie, was jemand gerade für Schlachten innerlich schlägt oder warum jemand sich gerade irgendwie so verhält und versucht dann, es nicht persönlich zu nehmen. Oder letztlich ist so dieses Thema, dass ich nicht sehe, später schon mit rein, weil ich natürlich öfter auch auf Menschen angewiesen bin, da eh nicht mehr auswählen kann nach irgendwelchen äußeren Dingen, wenn ich die irgendwo am Bahnsteig um Hilfe bitte oder was auch immer. Mhm. Vielleicht ist es fast auch ein Glück, weil die wirklich nicht helfen wollen oder gerade dazu nicht in der Lage sind, die merke ich ja gar nicht, die gehen einfach schweigend weiter oder so. Ne? Also ich treffe ja sozusagen auch nur die Netten. Ja. Ja, mein, aber es ist wirklich ein Glück und jetzt bin ich ja auch schon 51, meine innerste Überzeugung und das ist auch wirklich noch toi, 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 nicht erschüttert. Das ist schön. Was war denn bisher der schlechteste Rat, den du jemals bekommen oder vielleicht bei einer anderen Person gehört hast? Ja, das ist echt eine total schwere Frage. Also ich glaube fast, der schlechteste Rat ist ohnehin, dass irgendjemand anders es besser für dich weiß als du selbst. Mhm. Ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, schon natürlich gibt es mal so, dass jemand sagt, mach das so oder mach das so. Aber ich gucke dann immer, passt es wirklich zu mir oder stimmt es vielleicht auch nicht? Also ich bin noch nie irgendwie einem Rat gefolgt, der jetzt so völlig in die Irre gelaufen wäre oder vielleicht so im Kleinen, dass ich irgendwie das falsche, weiß ich nicht, die falschen Computer gekauft hätte oder die falsche Milch oder sowas. Aber so im Größeren, glaube ich, ist es überhaupt kein guter Rat, auf die anderen zu hören, also vollkommen auf die anderen zu hören. Okay, also es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, unbedingt. Ja. Jetzt gibt es natürlich den Umkehrschluss. Was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast, der beste Hinweis? Genau das, den eigenen Weg zu gehen. Den eigenen Weg zu gehen, ja. Okay, schön. Aha. Und ich hatte diese Situation, als ich wirklich ja nicht mehr weiter wusste und auch kein Bild hatte, wie geht es als blinde Frau und was kann man machen und so. Ich wusste schon noch, ja, ich bin doch eigentlich immer noch die ich vorher auch war, nur dass ich nicht mehr sehe, aber ich hatte trotzdem keine Ahnung, welche Möglichkeiten habe ich und ist es überhaupt
möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder nicht. Ich hatte auch wirklich keine Ahnung. Und dann war ich in einer Beratungsstelle, da saß ein Mann, selbst blind, das war der Berater dort. Mhm. Und ich fragte ihn, was kann ich denn jetzt machen, was geht? Und dann hat er gesagt, und das war wirklich wahrscheinlich der beste Rat, nach einem besten Rat fragst, der hat dann gesagt, du kannst als Blinde eigentlich alles machen. Und dann sagte er noch, wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Okay, da, schön. Das ist sowieso erstmal ein toller Satz und für ja. mich war der Rat eben so gut, weil er so in mein Denken passte, weißt du? Also geh ja. deinen Weg und hör nicht so sehr darauf, was die anderen sagen. Also natürlich, wenn die was wissen, was du noch nicht weißt oder so, gar keine Frage, aber so deren Denkmuster anzunehmen, nur weil es deren Denkmuster sind, das macht gar keinen Sinn. Ja, gut, aber dass jemand mehr weiß, als ich weiß, das ist ja keine Frage des Sehens oder Nichtsehens, sondern es kann ja immer wieder mal passieren, dass jemand den größeren Überblick über etwas genau. hat, den ich vielleicht gerade nicht habe. Und dann finde ich es ja auch nur umso fairer, dass ich eingeweiht werde in diesen größeren Überblick. Natürlich, genau. Genau. Und die zu fragen, die wissen, wie es geht, die das schon erreicht haben und so weiter. Und die, um Rat zu fragen, das ist wieder was ganz anderes, als einen Rat zu kriegen, der so vielleicht nicht zu dir passt. Ja, jetzt hast du ja, ich sage jetzt mal, zwei Arten von Leben gehabt, das Leben vor 25 und das Leben nach 25. Mhm. Hast du denn einen Glaubenssatz oder eine Meinung in den letzten Jahren geändert? Und wenn ja, weshalb? Ja, das Klischee ist ja immer das Blinde mit dem Herzen sehen und nicht so sehr auf die Oberfläche gucken. Ich habe vorher gedacht, ich bin nicht so ein oberflächlicher Mensch und ich gucke nicht, wie jemand aussieht und dann tue ich den in eine Schublade. Und ich habe dann aber doch gemerkt, ich glaube, ein bisschen bin ich das doch gewesen, weil wenn ich jetzt Menschen treffe, dann bin ich manchmal wirklich überrascht, was ich erfahre oder wem ich begegne oder manchmal auch nur, wem ich in der S-Bahn, neben wem ich sitze. Das würde man vielleicht sehenderweise einfach nochmal anders sortieren, völlig unbewusst wahrscheinlich. Mhm. Und was ich für mich jetzt durch die Arbeit als Moderatorin nochmal ganz schön geändert hat, ist die Art, wie ich Politiker sehe. Ich war da vorher auch eine, die ganz schön kritisch war oder irgendwie auch gerne mal so Sprüche, weiß nicht, irgendwie eher so ein bisschen respektlose Sprüche oder so mit unterschrieben hätte oder so. Und mittlerweile kenne ich eine ganze Menge Politiker, auch von Parteien, die wirklich nicht meine Parteien sind und habe ganz schön großen Respekt vor der Arbeit, die leisten und das hat sich wirklich komplett verändert. Ja, also durch die Begegnung und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist sehr schön und das kann ich sehr gut verstehen, weil meine Meinung zu Politikern hat sich geändert, nachdem ich 2 Jahre Präsidentin der German Speakers Association war. Ich habe mir gedacht, genau, wenn du 800 Leute führen sollst, wie muss das sein mit 80 Millionen? Ja. So. Aber man kriegt Respekt, genau. Ja, wie heißt es so schön, man muss doch manchmal in den Füßen oder Schuhen, ist besser, von dem Menschen gehen, bevor man vielleicht weiß, was es wirklich bedeutet, diese Schuhe zu tragen und in den Schuhen zu gehen. Ja. Ja, ab sofort bin ich deine Fee und kann einiges für dich bewerkstelligen. Oh. Zum Beispiel, wen würdest du gern einmal zum Essen einladen, wenn es keine Grenzen und Hindernisse gäbe? Und weshalb? Ich kann es auch möglich machen, falls dieser Mensch nicht mehr auf der Erde wandelt. Also wen würdest du gerne mal zum Essen einladen? Uiuiuiui, du stellst ja Fragen. Ja. Ich habe jetzt gerade einen total bizarren Gedanken. Ja, mach. Ich bin ja Fee, ich kann mich anstrengen. Ich würde gerne so richtig fiese Diktatoren mal wirklich kennenlernen. Und das okay. Ist das ein Mensch oder ist das überhaupt kein Mensch? Okay. Ja. Also mal so ein Diktator und mal. Wenn ich diese Wahl hätte und so, dann würde ich das wirklich wissen wollen, ja. Okay, also spannender Gedanke, warum nicht? Ja. Auch das kann den Horizont eröffnen oder auch mit das Bodyguards kann uns... vielleicht, ich weiß nicht. Aber, ja. Aber so grundsätzlich. Schöne Idee, hatte ich auch noch nie. Ist ja, kann man mal drüber nachdenken. Warum nicht? Ja, gut. Jetzt bin ich natürlich noch weiterhin deine Fee. Und heute Abend, wenn du einschläfst, komme ich über dich geflogen und streue ein bisschen Goldstaub über dich. Und wenn du morgen aufwachst, dann hast du eine zusätzliche Eigenschaft oder eine Fähigkeit. Welche hättest du gerne? Uiuiuiui.
Ui. Ich glaube, ich würde gerne ein bisschen fliegen können. Ein Ich bisschen fliegen mache das manchmal in meinen Träumen. Das können. ist so wunderbar. Ich glaube, ich würde wirklich gerne fliegen können, ja. Okay, fliegen. Ja gut, ich strenge mich heute Nacht mal an. Ja, und dann kommt noch, du weißt, so eine Fee erfüllt ja immer drei Wünsche, auch wenn du die Wünsche gar nicht so freiwillig äußern konntest. Aber ich habe sie immer die Richtung vorgegeben, aber ein bisschen was kannst du natürlich auch selber entscheiden. Und das Dritte, was ich für dich tun würde, ich würde dir eine Reise schenken, und zwar eine Reise zu deinem jüngeren Ich. Und was würdest du deinem jüngeren Ich heute mit deiner Erfahrung, mit all den Erlebnissen, die du hattest, raten? Viel früher anzufangen, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, und nicht so viel über die nachzudenken und schon gar nicht über andere zu reden, sondern anderen zu begegnen, Fragen zu stellen und sie kennenzulernen. Ich glaube, das wäre etwas, was ich mir sagen würde. Okay, schön. Ja, und dann sind wir schon fast wieder am Ende unseres gemeinsamen Gespräches und Interviews. Meine letzte Frage an dich ist: Wie lautet dein letzter Rat, Hinweis oder vielleicht sogar Aufruf, möglichst in einem Satz an all die Zuhörer, die uns zuhören werden? Ich nehme mal den letzten Satz von meiner Rede. Das ist dann so ein Zitat. Das Zitat ist aber von mir. Es ist nicht wichtig, ob du die nächsten Kapitel deines Lebens in Blindenschrift oder mit Tinte schreibst. Es ist nicht wichtig, ob du die nächsten Kapitel deines Lebens in ein goldenes Notizbuch oder in ein altes Schulheft schreibst. Es ist nicht wichtig, ob in einen tollen, neuen, teuren Laptop oder mit einem Bleistiftstummel. Wichtig ist, du bist diejenige, die den Stift in Händen hält. Also du bist diejenige, die schreibt. Geh deinen Weg. Das klingt sehr schön, und ich glaube, jemand mit deinen Erlebnissen, deiner Erfahrung weiß da ziemlich genau, von was er redet. Und wie sagt man es immer so schön, auch wenn es ein bisschen pauschal klingt, wenn du es geschafft hast, schaffen wir es auch. Na klar, na klar. Ihr geht ja alle dann euren Weg, sind ja alles zum Glück ganz verschiedene Wege. Ja, ich danke dir sehr herzlich für deine Offenheit und für die Dinge, die du genannt hast, auch für deine guten Tipps. Und freue mich, wenn wir uns persönlich wieder treffen. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles Liebe für dich. Spätestens, glaube ich, in Frankfurt werden wir uns wieder Ja, treffen. genau, bei der Convention. Gabi, ich Da bin danke ich schon. dir sehr herzlich. Tolle Fragen. Also ich habe dir Antworten gegeben, von denen ich vorher nicht gedacht habe, dass sie sie geben. Und es waren so zwei, drei dabei. Ich gedacht, hoppla. Wusste Sehr ich von schön. mir selber so auch noch nicht, aber interessant, ja. Mich Ja, selbst gerne. überrascht durch deine Fragen. Dankeschön. Das war toll. Und wie, Gabi, bist du letzte Woche über deinen Schatten gesprungen? Ja, die letzte Woche war sehr spannend für mich. Und am Dienstagabend, letzten Dienstagabend, hatte ich die Gelegenheit, mal wieder über meinen Schatten zu springen. Es war ein sehr netter Abend gewesen. Wir hatten Gäste, hatten ein sehr nettes Abendessen, haben Wein getrunken, schöne Gespräche geführt. Und ich lag selig kurz vor 22 Uhr im Bett. Plötzlich klingelte mein Handy, der Anruf einer lieben Freundin und Kollegin. Sie hatte im Hotel, in dem sie war, einen schweren Sturz und war jetzt im OP gestanden, also kurz vor der OP in Bremen im Krankenhaus, weil sie gleich operiert werden musste aufgrund des Sturzes. Und sie war deswegen in Bremen, weil am nächsten Morgen 12 Teilnehmer auf sie gewartet haben, dass sie ein Training durchführt. Und natürlich, bei ihrem sehr aufgeregten Bericht habe ich herausgehört, dass sie sich viele Sorgen gemacht hat um die Teilnehmer. Was passiert mit ihrem Kunden? Was passiert mit den Teilnehmern, die ja jetzt praktisch umsonst auf sie warten? Und was ich auch weiß, ist, Salzburg-Bremen gibt es morgens keinen Direktflug. Also es gibt überhaupt keinen Flug, der von Salzburg nach Bremen geht, immer nur mit Umsteigen oder anderen Möglichkeiten verbunden. Und es stellte sich die Frage: Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Kann ich es oder kann ich es nicht? Will ich es oder will ich es nicht? Und ich fand es wieder total faszinierend, dass auch mir, obwohl ich mich schon so lange mit diesem Thema beschäftige, als erstes die Gedanken durch den Kopf rasen, warum es nicht gehen könnte.
erste Mal sich jetzt ins Auto zu setzen und die ganze Nacht nach Bremen fahren, geht schon deswegen nicht, weil ich Alkohol getrunken hatte. Direktflug gibt es auch keinen. Und was mich wirklich zum Schmunzeln gebracht hat, also im Nachhinein, ist, dass ich mir Sorgen um Essen machte. Weshalb das? Ich hatte gerade eine Diät angefangen, Keto-Diät. Und wenn ich so etwas tue, dann schaue ich immer, dass ich ein paar Tage lang keine Termine außer Haus habe, bis ich so das für mich organisiert habe, wie kann ich was essen. Und ich musste wirklich später über mich schmunzeln, dass ich mir als erstes Sorgen um mein Essen machte. Okay, aber ich bin ja nicht umsonst Trainerin und Coach, also sollte ich wissen, wie es geht, im Sinne dessen, dass ich mal den Schalter umlege. Und statt zu sagen, warum es nicht gehen könnte, mich zu fragen, wie könnte es gehen. Erste wichtige Frage, gibt es einen Zug, der heute noch nach München fährt? Denn von München aus gibt es in der Früh einen Flug nach Bremen. Und siehe da, ich bin aus dem Bett gesprungen, habe also festgestellt, in 45 Minuten geht der letzte Zug nach München. Und dann gab es Arbeitsaufteilung. Mein Lebenspartner hat die Züge gebucht, den Flug gebucht und ich habe mal für 10 Tage gepackt, weil der Trainingsauftrag geht ein bisschen länger. Und am Wochenende habe ich selber einen Termin in Köln gehabt, der ja auch mitgepackt werden musste. Und ja, jedenfalls habe ich für 10 Tage gepackt, fand ich sehr gut, weil mein Beauty Case habe ich vergessen einzupacken. Ich habe es zwar hergerichtet, aber nicht eingepackt. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, in dem Zug zu sitzen um 23 Uhr. Es ging nach München und kurz nach 2 Uhr morgens war ich dann am Flughafen in München. Bin dort in ein Hotel gegangen, habe für 3 Stunden geschlafen und den ersten Flug am Morgen nach Bremen genommen. 9.20 Uhr stand ich vor den Teilnehmern. Kunde war mittlerweile telefonisch informiert. Und was soll ich euch sagen? Kunde war glücklich, Freundin war glücklich und hatte die OP gut überstanden. Und ich war glücklich, dass ich es probiert habe und geschafft habe. Tja, vielleicht kannst du dir für deine Woche überlegen, wenn du vor einer großen Herausforderung stehst, wie könnte es gehen, und einfach mal den Schalter im Kopf umlegen, um zu schauen, statt warum es nicht gehen könnte, wie es gehen könnte. Ich kann dir sagen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Es geht wirklich. Viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir eine Woche voller Ich-Botschaften. Du wirst dabei auf viele Erkenntnisse über dich stoßen und einiges über dich lernen. Und denke daran, deinen Schalter im Kopf öfter mal auf »Wie könnte es gehen?« zu legen. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben, denn du weißt, du hast nur das eine. Und du hast alles, was du brauchst, um deine Vorsätze und Ziele zu erreichen, aber auch deine besonderen Herausforderungen. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg. Alles Gute,